Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kurt Bastelt. In der heutigen Ausgabe zeige ich euch, wie ich diese Wurfwaffe des Moon Knights gebastelt habe. Und ich wünsche viel Spaß dabei. Die Grundform der Sichel habe ich erst einmal auf ziemlich starke Pappe übertragen. Also das war wirklich Pappe, die nicht so leicht zu verbiegen ist. Und das wollte ich auch. Die Mondsichel muss ja im Endeffekt auch stabil sein. Danach habe ich die Grundform aus 4 mm starkem Moosgummi ausgeschnitten und das Ganze zweimal. Auf die Rückseite der Deckflächen habe ich einen 4 mm starken Moosgummistreifen aufgeklebt, damit die Mondsichel auch etwas gewölbt ist. Um die Wölbung noch etwas mehr hervorzuheben, habe ich die Oberfläche vorsichtig angeritzt. Und mit Sekundenkleber habe ich dann alle Teile miteinander verbinden können. Nach dem Durchtrocknen des Sekundenklebers konnte ich dann die Ecken und Kanten vorsichtig anspitzen oder anschrägen. Das heißt, ich habe Material entfernt und darauf geachtet, dass ich das Messer im 45-Grad-Winkel halte, so in etwa. Und danach konnte ich dann die Oberfläche vorsichtig mit etwas Sandpapier abschleifen. Hier kommt ein kleiner Tipp, um das Abschleifen zu vereinfachen bzw. zu beschleunigen. Zwischen den einzelnen Schleifvorgängen könnt ihr die Oberfläche immer mal vorsichtig mit einem Feuerzeug erwärmen. Das verschließt das Material, lässt den Moosgummi etwas aushärten und dadurch auch leichter abschleifen. Für dieses Element habe ich wieder 2 mm starken Bastelmoosgummi genommen und das Ganze könnt ihr einfach mit Sekundenkleber an der Mondsichel befestigen. Auch hier habe ich die 90 Grad Schnittkante des 2 mm starken Moosgummis etwas abgeschliffen. Die Zeichen und Symbole könnt ihr einfach mit Window Color oder Puffy Paint aufzeichnen und nach dem Durchdrücken ganz einfach mit Acrylfarbe grundieren, aber da kommen wir noch zu. Damit man die einzelnen Materialschichten nicht sofort sehen kann oder gar nicht mehr sehen kann, habe ich sie mit etwas Fugenacryl verschlossen und dieses Material lässt sich ganz einfach mit Wasser auf der Oberfläche auftragen und ist auch nach dem Durchtrocknen einfach überpinselbar. Und apropos überpinselbar, für die Grundierung habe ich wieder schwarze Acrylfarbe und etwas Bastelkleber vermischt und davon drei großzügige Schichten aufgetragen. Und nachdem das Ganze trocken war, konnte ich die Mondsichel mit Chromlack lackieren. Damit die Mondsichel etwas gebrauchter aussieht und auch die Details etwas mehr zum Vorschein kommen, habe ich schwarze Acrylfarbe in die tiefer liegenden Stellen aufgetragen und dann vorsichtig wieder mit etwas Küchenkrepp weggewischt. Okay, ich bin ehrlich, das ist ein Stück Toilettenpapier. Aber im Großen und Ganzen sind wir dann eigentlich auch schon fertig mit der Mondsichel und auch am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, dass ihr reingeklickt habt und ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen werden. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, passt auf euch auf und ahoi!